Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Mapperschaft. So, ich bin immer noch am Dreschen hier mit der Gurke, aber ich krieg da gleich wieder einen anderen gebracht. Das hier geht, was dauert ja eigentlich nicht. Das ist ja unfassbar. Ich schau mal hier in der Fallmeerspiel wieder, die müsst ihr werden. Ja, genau. Aber so lange fahren wir noch weiter. Und dann, schauen wir mal. Jack, ich bringe den hier entgegen, ne? Nee, lass mal da, dann fahre ich den Fischer weiter und helfe ein bisschen. Ach so. Ja, wenn ihr Zeit habt. Ah, die Zeit schaufel ich noch frei. Also wir machen mit unten weiter. Okay. Wie geht's denn aus auf der BGA, Leo? Läuft's? Alles der gut. Pennt schon wieder. Alles gut. Ja, ich muss mich da konzentrieren. Ich muss Silage zusammenfahren, Handy-Chat beantworten. Was? Tablet muss ich noch meinen Chat-Status aktualisieren, Videos gucken. Also, ich werde mal mitarbeiten. Wie? Das hast du jetzt selber nicht verstanden. Was war das? Wie das mit machen? Arbeiten wäre. Ich sitze hier im Trecker. Ja, ja. Das Sitzen zum Sitzen allein tut nicht viel. Man müsste schon das Ding bewegen. Ach so. Ja. Aber er läuft. Also Betriebsstunden kommen eh raus. Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn man das will. Der läuft, ja, das stimmt. Und Sprit wird doch weniger, ne? Boah, der läuft, der läuft. Aber die Reifen halten es gut aus, ne? Da passiert nicht viel. Da ist gar nichts. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann wenigstens etwas, haben wenigstens Reifen gespart, das ist ja schon mal was. Aber der nächste, was vorbeikommt, Silage bringen, der könnte man ein paar Taschentücher mitbringen. Warum? Taschentücher? Meine sind gerade ausgegangen. Oh nee. Herr König? Ja. Werde ich hier eigentlich auch bezahlt? Ja, natürlich. Haben wir, ich glaube, da müssten wir mal drüber reden, ne? Wegen Zahlung und so. Ach, woher denn? Warte, Jack, ich hol ihn damit. Ich fahr damit. Ich hab 100 lange Seite hoch. Danke. Schön. Alles klar, danke. So, mein anderes Teil hier. Die Bezahlung ist wie bei allen. Überall gleich. Also gar keine. Kostenlos, ne? Ist ja schon mal was. Leo, willst du auch was von König Whisky? Ich muss mal auf mein Handy gucken, ich hab eine Nachricht bekommen. Handy? Ich kann mir schon vorstellen, von wem die ist. Ich glaube, unter BGA sitzt doch noch jemand, der hat nichts anderes zu tun, wie auf seinem Handy so rumzugucken. Um zu daddeln. Leute, du hast keinen Abbau. Ja. Ich habe gesagt, ich komme auf der langen Seite hoch. Jürgen 95%. Warum fahre ich denn nicht schön direkt mit dem Ding hier? Warum habe ich denn das kleine Ding hier hingekriegt? Weiß noch irgendwer, wie lange heute noch die Apotheke offen hat in der Stadt? Bis 4, 5 Uhr bestimmt. Warum? Okay. Heute ist Feiertag, die haben zu. Apotheke? Ja, ich brauche noch eine Apotheke. Ist krank oder was? Ja, ich habe so ein Kratzen. Ah ja, okay. Im ist Hals. Etwa Krieg? Im Hals oder was? Nee, in der Schrittregion. Oh Gott. Ich sag ja, ist Krieg, Leo? Juckt der Säbel? Der juckt nur nicht, der queruliert. Ja, dann musst du den Säbel auch mal waschen. Oh Gott. Ah, waschen. Hast du Matrosen am Mast oder was?
Boah, du, ich sagte, der ist schon ganz rot. Der ist schon ganz wundgescheuert. Eieieiei. Gibt's so irgendwelche Blütensalbe, kannst du da drauf machen, da fällt drin. Hab ich gehört. Oder mit in Kamillentee baden. Jo, hier, Leo, sind deine Handtaschentücher. Also deine Taschentücher. Ich werde noch eins einstecken. Oh, danke, danke für die Taschentücher, Timo. Eins wird da aber nicht reichen. Doch, wenn der endlich mal seine Arbeit machen würde, dann würde das reichen, ja, das stimmt. Das ist eine ganze Packung gewesen. Ah, das sind die dreilagigen, die saugen eh mehr. Zewa-Wisch und weg. Die sind auch nass noch fest. Ja, genau. Ist unser Mechaniker auch noch da? Ja, der ist bei mir am Brechen, ja. Okay, der wenn wir dann mit der BGA fertig sind, der Fan braucht eine Innenreinigung. Jürgen, darf ich kurz mal nochmal trinken kommen? Für die Reinigung. Ja, auch, komm hier, nehmen wir noch einen Schluck hier. Ah, hier Brösterchen, ne? Boah, es ist lecker, Mensch. Alter, aber da schüttelst du dich, wenn du schon reinriechst, ne? So. Richtig geil. Alter Schwede, du. Warte mal, ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch einen ordentlichen Schluck nehmen gerade. Die Reinigung könnte aber auch die Olga machen. Die kennt ja damit auch aus. Welche Reinigung? Alter, musst du den Leo fragen. Oh. Wer ist denn jetzt Leo? Der auf der BGA sitzt? Der Fernseher. Kenn ich noch nicht. Hallo. Der hat dich angestupst. Hallo, Leo. Das ist der Stupser. Ach, der Gutaussehende. Ja, genau, halt, richtig. Stopp! Das bleibt alles so, wie es ist. Leo, sein Drecker bräuchte eine Innenreinigung, meint er. Ich bin aber nicht hier, um irgendwelche Sachen zu putzen. Auch. Du musst so flexibel sein. Ich glaube, ja, ich brauche mal Erste Hilfe hier oben. Olga, hast du Erste Hilfe Kurs? Ja, klar. Muss ich machen beim Führerschein. Warum? Ja, gut, ich komm dann zurück. Was? Du kommst zurück? Ich komm dann drauf zurück. Warum brauchst du einen Erste Hilfe Kurs? Nee, ich nicht, aber ich glaube, ich brauche bald die Erste Hilfe. Ach so, ich bin voll, genau. Aha. Fahr mir doch nicht in eine Karre. Warum brauchst du Erste Hilfe? Das schauen wir mal, was das bringt. Ja. Mach einfach die Tablets aus und das Handy aus und dann brauchst du keine Erste Hilfe. Du fährst mit dem Ding noch über die Silagemauer runter. Dann brauchst du wirklich Erste Hilfe, ja. Das hängt alles unnötig von der Arbeit ab. Du musst einmal fast 150 Leute, die was ich da schon angestupst habe und sowas, die müssen auch betreut werden, verstehst du? Das glaube ich. Ist es nicht umsonst ein Prime-Mitgliedschaft, also Prime-Mitgliedschaft? Ja, VIP, ja. VIP. Ja, genau, das stimmt. Ja, das war auch unnötig, dass du das machst, ja, das stimmt. Die ja. Müssen ja alle, muss ja gepflegt werden, diese Beziehungen. Mhm, ja. Ja. Mal bedienst du meinen Account zufällig auch gleich mit? Nö. Weil irgendwie nach einmal stupsen, stupst niemand mehr. Also. Könnt ihr das nicht auf Feierabend verlegen, eure Stupserei? So. Warum wirst du mehr angestupst als wann ich, wenn ist die wüssten? Feierabend. Wenn die Felder abgehängt sind. Wenn die Sonne untergeht. Also nie. Doch, das ist ja gleich. Wenn es dunkel wird. Herr Gürgen, ich kann dir ja dann am Abend, ich kann dir mal so einen Stupskurs geben. Ja. Bräuchte da auch mal was Weibliches. Naja, was dabei rauskommt, sehen wir ja. Das ist bei unserem Hexen. Ja, die ist doch wohl sehr gut geworden, ja, oder? Deshalb glaube ich ja nicht, dass deine ist. Das glaube ich ja nicht. Da kannst du ja wohl nicht meckern hier, hör mal. Ja, das habe ich ja nicht. Die habe ich also, die hat, ne? Mhm. Ja. Die hat, das stimmt.
ist das richtig, Timo. Da habe ich fast alleine gemacht. So, Olga, jetzt hier die kurze Zeit nicht machen, dann gleich rumfahren. Also ganz alleine glaube ich nicht, dass du die gemacht hast. Nee, rechts rum und rüber dann nein. Jürgen, so ganz allein wirst du die nicht gemacht haben. Nein, nein, da war noch jemand dabei. Ich weiß nur nicht wer. Zufällig, ne? Aber wie heißt denn deine Mutter eigentlich? Bärbel. Bärbel. So ähnlich. Musst du doch wissen. Wollte Antwort sein. Nee. Er hat auch zu viel gestupst, ohne nachzudenken. Ihm war eigentlich wahrscheinlich egal, mit wem er da rumstupst. Die heißt Nadja. Nadja. Aber nicht die Abdel Farag, oder? Maria, mach Loch auf. Nein. Das, die heißt Hildegard, Bauer. Die macht Loch auf. Nadja Bauer. Nadja Bauer. Nadja Bauer, die kenne ich nicht, wüsste ich nicht. Nadja Bauer. Ach doch, jetzt weiß ich, genau. Ja, ja. Mhm. Habe ich damals schon zu ihr gesagt, du, ich habe auch einen Bauern. Ja, ja. Ich schalte den Funk mal wieder ab. Du hast auch noch ein paar kalte Bauern in der Tasche, oder was? Aber die konnte singen, die Nadja, du. Ja. Ja, als ich den dann ausgepackt hatte, sang sie dann, der große Bauer. Ah, ja. Für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja, ja, ja. Die große Power. Einwandfrei. Oder Schleckermilch. Ne, das war dann die Frau Bauer, oder? Gibt's so die Jungs hier, Lecker oder Schleckermilch? Ja, ja, wenn das war dann die Frau Bauer wahrscheinlich. Schleckermäulchen. Da ist ja schon dramatisch, wenn die Mutter deiner Tochter nicht kennt. Also, hallo, da waren so viele, weiß ich denn gerade, welcher das Kind entsprungen ist. Ja, ja. Setz dich mal auf eine laufende Kreissäge und fragst mal, welcher Zahn hat geschnitten. Ne? Das ist dasselbe, genau. Genau, so sieht es aus, ja. Oder setzt mit dem Arsch in den Ameisenhaufen und fragt mal, welche Ameise hat bestimmt gepiekst. Dann wird's auch schwer. Ach, aber die Nadja, das war schon. Ja. Ja. Na, der schwelte in Erinnerung. Unfassbar. Die 80er waren einfach hart für uns, Bögen. Der ganze viele ja, Sex, ist... Drogen und so, das war. Ja, oh, ja, Sex, Drug and Rock and Roll. Da erinnere ich mich auch noch gerne dran zurück. Ja, ja, genau. Die goldenen 80er. Leo? Hallo? Ja, ja. Wer kennst du denn, wenn ich fragen darf? Warum? Ist das jetzt was Entscheidendes? Einfach nur Interesse halber. Sag nichts Falsches, Leo, sonst bist du raus. Also wirklich nicht zu jung und nicht zu alt. Ich bin 26. Und das ist ein gutes Mittelmaß. Ist das auch die Wahrheit? Ja, ja. Ja, ja. Ob du wirklich richtig stehst, sagt dir, wenn das Licht angeht. Das sagt auch immer mein Arzt. Also vom Aussehen 26, im Inneren und körperlich schon eher so ja 90, weil da alles kaputt ist, aber sonst alles okay. Das kommt von den vielen Dschungelcampen. Zum Beispiel. Und von den vielen Kriegsverletzungen, was ich habe. Ja, ja. Also Kongo. Und von Vietnam und das waren ja alles ja, schreckliche Zeiten. Ja, aber dann bist du erst von über 50 sein gefühlt. Das waren deine wilden 80er oder was? Was hast du gesagt, Holger? Hat die gesagt, ich bin 50? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Ich glaube, die musste quer anfahren.
So, aber gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo, wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Die Nummer steht in der Videobeschreibung. Tschüss. Tschüss.